Petrus und Johannes wurden wegen ihrer Predigten zum Hohenpriester und den Ältesten gerufen. Sie versuchten, ihr Handeln zu verteidigen, aber die Ältesten waren sehr streng. Man befahl ihnen, nicht zu reden oder im Namen Jesu zu predigen. Nach weiteren Drohungen ließen sie sie gehen. Petrus und Johannes gingen zurück zu ihren Leuten und erzählten ihnen alles. Als wir das hörten, fingen wir sofort an zu beten. Die ganze Gruppe betete für Petrus und Johannes. Wir baten Gott, diesen beiden demütigen Dienern Mut zu geben. Solche intensiven Gebete hatte ich lange nicht mehr erlebt. Und nachdem wir gebetet hatten, bewegte sich der Ort, an dem wir waren. Die Menschen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und Petrus und Johannes gingen hinaus und erzählten voller Kraft von Jesus. Im ganzen Land berichteten sie von der Auferstehung ihres Erlösers.